Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen bei deiner neuen Aktienanalyse von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp und wir schauen uns heute Texas Instruments an. Es gibt eine hervorragende Analyse von Peter bei uns auf der Webseite. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und wir starten jetzt und fragen uns erstmal, wer oder was ist eigentlich Texas Instrument? Texas Instruments wurde 1930 gegründet, hat ihren Sitz in Dallas, hat aktuell fast 30.000 Mitarbeiter, ist in der Branche der Elektronik und der Halbleiterindustrie tätig. Der CEO ist Richard Templeton. Was ist eigentlich das Geschäftsmodell? Die Texas Instruments Incorporated ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Halbleitern spezialisiert. Sie berichten in zwei Segmenten, analoge Schaltungen und Prozessoren. Und was hier wirklich ein Alleinstellungsmerkmal ist, sie produzieren 80% ihrer Halbleiter selber mit ihren eigenen Geräten. Schauen wir uns an, womit verdient Texas Instrument eigentlich Geld und wo sind die Produkte überall verbaut? Und wir sehen, wir haben Verstärker, wir haben Audio, wir haben Taktgeber, Datenwandler, Sensoren, Motortreiber, Mikrocontroller und Prozessoren, aber natürlich auch die Taschenrechner. Wer kennt sie nicht noch aus der Schulzeit? Wer sind eigentlich die Kunden und was sind die Anwendungsbereiche? Also wir sehen Schulen mit ganz normalen grafikfähigen Taschenrechnern, aber ob das heutzutage noch verwendet wird, ich weiß es nicht. Ich hatte damals einen. Die Automobilindustrie ist Kunde, Kommunikationsequipment, Unternehmenssysteme. Dann hat man noch verschiedene Industrieanwendungen wie Haushaltsgeräte, Luft, Raumfahrt und Verteidigung, Gebäudeautomation, Smart Grid and Energy, Medizintechnik, Beleuchtung, Stromversorgung. Und Peter meinte zu mir, dass Texas Instrument wirklich überall mit dabei ist, wo es technische Anwendungsbereiche für Halbleiter gibt. Schauen wir uns die Aktionärsstruktur an und das ist jedoch sehr interessant. 47% der Aktien sind im konzerneigenen Besitz, nur 52,7% der Aktien sind im Streubesitz. Der größte Einzelaktionär ist Capital Research and Management mit 12,1%, die Vanguard Group 8,72%, SSGA Fund 4,23%, Prime Cap 2,52%, BlackRock auch nochmal 2,32%. Also du siehst, mehr als 20% von diesem Streubesitz, von diesen 52% sind in Händen von großen institutionellen Investoren. Jetzt gehen wir auf TraderFox und schauen uns doch mal die fundamentale Entwicklung von Texas Instruments an. Wie auch im Fundamentalcheck starten wir wie immer mit dem Qualitätsscore 12 von 15 Punkten. Was wird bemängelt? Das Umsatzwachstum und die Stabilität des Umsatzwachstums. Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahren im Schnitt 2,15%, das gefällt mir persönlich nicht wirklich. Aber Texas Instruments schafft es, das EPS-Wachstum deutlich besser voranzubringen, vermutlich auch durch starke Aktienrückkäufe. Hättest du 1980 1.000 Dollar in Texas Instruments investiert, dann wären daraus 105.000 Dollar, 899 Dollar geworden. Die Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren ist enorm, 18,18%. Der Dividendenscore 13 von 15 Punkten. Was wird bemängelt? Die Stabilität beim Umsatzwachstum und die Finanzverschuldung, das schauen wir uns gleich nochmal an. Der Wachstumsscore 11 von 15 Punkten, klar, Umsatzwachstum ist nicht mehr das Gelbe vom Ei. Bei der Unternehmensentwicklung sehen wir, wie ich finde, typisch für Zykliker immer das Auf und Ab von Umsatz, EBIT und Gewinn. Wir sehen die Anzahl der Aktien, das sind diese massiven Aktienrückkäufe, die man hier fährt, das ist enorm. Die Dividende legt schön konstant zu, Earnings per Share, auch hier hoch, runter, aber dieser zyklische Effekt wird doch stark aufgefangen durch Aktienrückkäufe. Die Ausschüttungsquote geht jetzt auch tendenziell Richtung 60%. Eigenkapital wird abgebaut. Wir sehen auch hier das KUV, es legt wieder enorm zu. Das gefällt mir persönlich auch nicht. Das zeigt mir persönlich immer meist eine kleine vielleicht auch eine große Überbewertung. Wir sehen die Bilanz, 52% Eigenkapitalquote, 48% Fremdkapital. Wir sehen, dass man sogar bis 2017 mehr Eigen- als Fremdkapital in der Bilanz hatte. Hier sehen wir auch wieder Margen hoch, Margen tief und wir sehen wieder diese Schwankung. Für mich ist das einfach was Zyklisches. Ich suche Unternehmen mit einer konstanten operativen Marge. Der Petrovsky F-Score 6 von 9 möglichen Punkten, alle Aktienqualitätsscore 8 von 10, Dividendenadel 4 von 4, High Growth Investing 6 von 16 und jetzt gehen wir zurück zur Präsentation.
Nachdem wir uns angeschaut haben, was war, kommen wir zu den Aussichten und da sehen wir, Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Gewinn und auch steigender Dividende für die Aktionäre. Wir sehen auch, dass die Nettoverschuldung jetzt abgebaut sein soll und das ist natürlich enorm, weil wir haben auch steigende Nettoliquidität und wir haben starke Free Cashflows und Texas Instruments versucht immer, sämtliche Free Cashflows in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an ihre Aktionäre auszugeben. Wir sehen auch, dass das Eigenkapital steigt, der Buchwert je Aktie legt zu und auch der Cashflow je Aktie legt zu. Und Buchwert je Aktie ist natürlich hier immer sehr wichtig, weil persönlich bin ich der Meinung, wir haben hier ein zyklisches Unternehmen. Machen wir weiter. Was sagen eigentlich die Analysten? Und wir sehen, wir haben mehr als 20 Analysten, die doch hier versuchen, eine Meinung abzugeben. 11 Raten zum Kaufen, 4 zum Aufstocken, 10 zum Halten, 4 zum Reduzieren, einer zum Verkaufen. 2 sind ohne Meinung, das mittlere Kursziel ist aktuell bei 201 Dollar, der aktuelle Kurs ist bei 187 Dollar. Der Abstand zum höchsten Kursziel von einem Analysten beträgt 25,2%, das durchschnittliche Kursziel ist 7,35% entfernt, zum niedrigsten Kursziel haben wir einen Abstand von minus 12,1%. Jetzt möchte ich Peter einmal bitten, dir zu erklären, wieso, weshalb und warum er denkt, dass Texas Instrument vielleicht ein gutes Unternehmen sein könnte. So, hallo von meiner Seite aus. Also, ich habe mich mit Texas Instruments beschäftigt und dazu eine Analyse verfasst. Texas Instruments dürfte den meisten ein bekannter Name sein, hauptsächlich vermutlich mal durch die bekannten Taschenrechner. Tatsächlich stellt Texas Instruments allerdings sehr viele verschiedene Halbleiterbauelemente her, darunter alles Mögliche, was Powermanagement angeht, Operationsverstärker, Datenwandler, digitale Signalprozessoren, Mikrocontroller, Mehrzweck- und Mehrkernprozessoren. Also ein sehr, sehr breites Produktportfolio mit mehreren tausend Produkten. Also sich das Ganze im Detail anzuschauen, wäre eine uferlose Aufgabe. Das Unternehmen hat aktuell eine Marktkapitalisierung von etwa 176,5 Milliarden US-Dollar und eine sehr lange Historie. Das Unternehmen wurde bereits 1954 gegründet, beziehungsweise gegründet 1951. 1954 kam das weltweit erste Transistorradio auf den Markt, produziert von Texas Instruments. Und zum Thema Produktion. Es ist bei vielen Halbleiterherstellern ja gang und gäbe, keine eigene Produktion zu unterhalten. Das verhält sich bei Texas Instruments anders. Die produzieren etwa 80% ihrer Produkte selbst mit eigenen Waferanlagen. Das Unternehmen ist global aktiv und hat für das Geschäftsjahr 2020 zuletzt rund 14,5 Milliarden US-Dollar an Umsätzen erzielt. Der gesamte operative Gewinn beläuft sich auf etwa 5,9 Milliarden US-Dollar. Warum habe ich mich für das Unternehmen interessiert? Zum einen, die lange Firmenhistorie spricht schon mal dafür, dass das Unternehmen über lange Jahre in der Lage war, sich gegen Konkurrenten und Mitbewerber durchzusetzen und sich einen gewissen Ruf, auch einen sehr guten Ruf zu erarbeiten. Dazu kommen dann noch einige fundamentale Geschichten, wie beispielsweise die Margen des Unternehmens. Ich achte hier vor allem gerade auf die Bruttomarge. Das bedeutet, der Anteil am Umsatz, der nach Abzug der Produktionskosten übrig bleibt. Und hier stellt sich die Situation so dar, dass Texas Instruments zuletzt eine Bruttomarge von 64% verdienen konnte, also nach Abzug der Produktionskosten über die Hälfte des Umsatzes übrig geblieben ist und diese Bruttomarge sich im Laufe der Jahre kontinuierlich verbessert hat. Das heißt, das Unternehmen hat es zum einen geschafft, seinen Umsatz zu steigern, zeitgleich nominal die Kosten für die Produktion immer weiter zu senken, was ich eine sehr gute Entwicklung finde. Es gab auch noch zwei Verlustjahre, das waren die Jahre 2001 und 2002. Mit dem Jahr 2004 kam der neue CEO Richard Templeton ans Ruder und seitdem kann man eine fast schon durchgehende und sehr starke Verbesserung des Betriebsergebnisses sehen. Eine Entwicklung, die mir natürlich sehr gefällt. Die zweite gute Geschichte, die ich gerade schon angesprochen habe, war, dass der amtierende CEO seit 2004 durchgehend im Amt ist. Also wir reden hier von einem sehr langen und durchaus erfolgreichen Management und von einem operativ hocheffizient geführten Geschäft, da es sich ja kontinuierlich verbessert hat.
Negativ fällt hier allerdings auf, dass Umsätze, operative Gewinne und Gewinne teilweise doch zwar eine Aufwärtstendenz aufweisen, teilweise allerdings größeren Schwankungen unterliegen, beziehungsweise sich der Aufwärtstrend sehr wellenförmig teilweise gestaltet. Die Kosten für Forschung und Entwicklung wiederum ist Texas Instruments ein interessanter Kandidat. Sie schaffen es nämlich kontinuierlich, einen nominal gleichbleibenden Betrag, der etwa 1,5 Milliarden US-Dollar jährlich beträgt, in Forschung und Entwicklung zu stecken. Das heißt, relativ zum Unternehmensergebnis sinken die Kosten für Forschung und Entwicklung immer. Es wird sehr viel Geld zwar investiert in Forschung und Entwicklung, der relative Anteil an den Gesamtkosten sinkt allerdings. In so einer wettbewerbsintensiven Branche wie dem Halbleitersegment ist natürlich die Investition in Forschung und Entwicklung nicht zu vermeiden. Es muss geforscht werden. Man muss sich immer wieder einen neuen Wettbewerbsvorteil gegenüber Mitbewerbern erarbeiten. Ein Punkt, der trickreich sein kann, ist einer, wenn man auf die Verschuldung blickt. Und zwar hat hier Texas Instruments zwar Fremdkapital aufgenommen in den letzten Jahren, also der Fremdkapitalanteil ist gewachsen. Und es sieht im ersten Blick so aus, als hätte das Eigenkapital stagniert, was also bei zeitgleich steigender Verschuldung bedeuten würde, dass der Eigenkapitalanteil sinkt. Es ist allerdings so, dass Texas Instruments seit 2004 kontinuierlich ununterbrochen eigene Aktien zurückkauft und die in weiten Teilen als eigene Aktien oder im Englischen Treasury Stocks in seine Bilanz genommen hat, die das Eigenkapital negativ beeinflussen. Deswegen stellt sich die Situation heute so dar, dass die Bilanzposition Eigenkapital einen Posten von über 36 Milliarden US-Dollar aufweist, der Treasury Stocks sind und die das Eigenkapital negativ beeinflussen, die also von allen anderen Teilen des Eigenkapitals abgezogen werden müssen. Nach diesem Abzug stehen in der Bilanz noch etwa 9 Milliarden US-Dollar und das ist ein Betrag, der relativ konstant sich über die Jahre immer wieder in der Bilanz findet. Das bedeutet, auf den ersten Blick ist diese Stagnation oder teilweise auch das Sinken des nominellen Eigenkapitals nur darauf zurückzuführen, dass einfach konstant horrende Mengen an eigenen Aktien in der Bilanz stehen. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, gefällt mir Texas Instruments sehr gut. Es ist ein Unternehmen mit einem sehr soliden Geschäftsmodell, guten Investitionen in Forschung und Entwicklung. Sie können sich global diversifiziert sehr breit aufstellen und sie sind in nahezu allen großen Industrie- und Branchensegmenten aktiv. Bei einem Briefwechsel mit den Investor Relations wurde mir gesagt, dass das Unternehmen jetzt sich hauptsächlich in den nächsten Jahren auf die Bereiche Automotive, also wenn es um Sachen wie autonomes Fahren beispielsweise geht, oder die E-Mobilität und den Industriebereich konzentrieren will. Beispielsweise auch was Power Management etc. angeht, wenn wir jetzt hier an nicht nur die sogenannten grünen Technologien denken, wo doch auch wirklich sehr viele Chips und Halbleiterelemente vonnöten sind. Deswegen denke ich auch, dass sich Texas Instruments über die nächsten Jahre doch recht gut wird entwickeln können und auch in wirtschaftlich schwierigem Fahrwasser eigentlich eine sehr gute Position hat. Dafür, dass das Unternehmen so gut aufgestellt ist, würde ich sagen, ist der aktuelle Kurs noch moderat bis leicht überbewertet, nach meiner eigenen Auffassung. Ich würde auf jeden Fall gucken, ob ich mir demnächst mal ein paar Aktien der Firma zulege. Vielleicht, wenn der Kurs ein Stück zurückkommt, wäre das eine gute Gelegenheit. Vielen lieben Dank, Peter. Und jetzt kommen wir noch zu meiner Einschätzung. Ich bin der Meinung, wir haben hier ein zyklisches Unternehmen. Das heißt, wir müssen die Marge betrachten. Wir hatten ein Margentief mit 21,13%, ein Margenhoch 43,15%. Das macht eine durchschnittliche Marge von 32,14%. Beim aktuellen Kurs von 187 Dollar bedeutet das bei einer aktuellen Marge erwartet für das nächste Geschäftsjahr von 40%, dass wir einen Verkaufskurs meiner Meinung nach haben bei 202 Dollar und ein Kaufkurs, der liegt für mich bei der durchschnittlichen Marge, weil es ist immer extremst schwer. Man muss hier natürlich die gesamte Zyklik der Weltkonjunktur im Blick haben und diese auch erahnen können. Deswegen glaube ich, man kann die durchschnittliche Marge bei zyklischen Unternehmen für einen Einstieg nutzen und diesen habe ich mit dem Dreisatz der Durchschnittsmarge errechnet und der liege dann bei 150 Dollar. So.
Das war's von unserer Seite. Jetzt hast du die Meinung von Peter, du hast meine Meinung, du hast das Unternehmen ein bisschen kennengelernt. Jetzt schreib mir doch mal in die Kommentare deine Meinung. Was hältst du von Texas Instruments? Hast du vielleicht noch einen Taschenrechner zu Hause? Und jetzt bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleib bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao!